Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist? Selten habe ich, meine Damen und Herren, diese Zeilen aus dem Gedicht «An die Nachgeborenen» von Bertolt Brecht so oft gehört wie in den letzten Monaten. Trostlose Zeiten sind es offenbar. Doch neigt der Mensch nicht immer dazu, die Zukunft schwärzer zu malen als die Vergangenheit? Und welchen Trost vermissen wir eigentlich? Das diskutiere ich jetzt mit meinem heutigen Gast, Navid Kermani. Er ist Schriftsteller und Orientalist und einer der wichtigsten Kommentatoren unserer Zeit. Für seine Vermittlung zwischen Orient und Okzident und für seine Romane hat er viele hochdotierte Preise erhalten, unter anderem den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Ganz herzlich willkommen, Herr Kermani. Guten Tag. Ja, Herr Kermani, viele Menschen halten die heutigen Zeiten für sehr trostlos. Viele glauben sogar, es wird immer schlimmer. Zu Recht? Das wissen wir ja noch nicht. Wir wissen ja nicht, was kommt. Also es gab im 20. Jahrhundert einige Konstellationen, die sehr gefährlich schienen. Und einige haben in der Tat auch zu großen Katastrophen geführt. Etwa vor dem Ersten Weltkrieg waren es ja ähnliche Dinge, die auseinanderliefen. Und dann kam es zum großen Knall. Aber es gab auch einige Konstellationen, wenn ich an die frühen 80er Jahre denke, wo ich war damals so 15, 16, 17, wo eigentlich alle dachten, jetzt kommt es zum Atomkrieg, der dann doch nicht kam. Also diese Angst war damals sehr, sehr beherrschend, gerade bei der jüngeren Generation. Und das hat sich dann auch wieder aufgelöst. Also es ist jedenfalls eine gefährliche Konstellation. Im Nahen Osten ist die Katastrophe schon da. Es gibt die Kriege schon seit Jahren, die wir nicht wahrgenommen haben, die uns jetzt in Gestalt der Flüchtlinge vielleicht begegnen. Aber ob uns wirklich die große Katastrophe auch in Europa, in Westeuropa erreicht, wer weiß. Und glauben Sie, dieses Gefühl der Trostlosigkeit macht sich vor allem an solchen geopolitischen Spannungen fest? Oder geht es da auch um ganz andere Dinge? Stichwort, Sie haben gesagt, Flüchtlingskrise, die natürlich eine Folge davon ist, aber auch Klimawandel, Digitalisierung der Gesellschaft, wo man den Eindruck hat, die Leute werden so unter Druck gesetzt oder gestresst. Hat das auch damit was zu tun? Das weiß ich nicht genau. Also unter Stress gesetzt. Also ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, unsere Zustände hier so zu dramatisieren. Es ist eine gefährliche Konstellation in der Weltpolitik, aber es geht in Europa noch verhältnismäßig gut. Wir haben keinen Krieg. Wir haben einigermaßen funktionierende Rechtsstaaten. Es gibt immer noch einen einigermaßen funktionierenden sozialen Ausgleich. Wir haben unsere Arbeit, wir haben unseren Alltag, wir haben unsere Normalität, alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Wenn man nur ein paar hundert Kilometer weiter südlich oder östlich geht, schon in der Ukraine ist Krieg, im Nahen Osten ist Krieg, in Nordafrika sind die Zustände schon ganz anders. Die Menschen haben diesen Alltag in weiten Teilen schon verloren. Also dieses Moment, dass man ja sagt, jetzt ist alles ganz schrecklich, da denke ich immer, dann schaut doch mal hin, wo es wirklich schrecklich ist. Also das geht ja darum, das auch zu verteidigen, was wir noch haben und dafür zu sorgen. Und dass einem klar wird, auf dauerhaft kann es nicht gut gehen und wird unsere Frieden, unsere Wohlstand nicht zu bewahren sein, wenn es in so unmittelbarer Nähe so viel Gewalt, Krieg, Ungerechtigkeit und soziale Not gibt. Mhm. Also das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt zu begreifen, dass nicht nur die Welt eine ist, sondern dass mindestens die direkte Nachbarschaft uns unmittelbar betrifft und dass wir nicht einfach uns da abschotten können davon. Also auch die Ungleichheit, die sozusagen eine Sprengkraft besitzt, die gefährlich werden könnte. Natürlich, also es ist ja nicht nur Krieg, es ist ja einfach auch ganz normale soziale Ungleichheit. Wenn ein Beispiel, das kann jetzt statistisch stimmt, aber sagen wir ein Lehrer im Kosovo oder in Serbien oder auf dem Balkan, also wirklich wenige Kilometer von Zürich entfernt, so viel verdient wie ein, ich weiß gar nicht, wie das in der Schweiz heißt, ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland. Sozialhilfeempfänger. Dann stimmt irgendwas nicht. Also wenn ein wenige Kilometer weiter ein normales Gehalt einfach nicht reicht, um eine Wohnung zu haben oder eine Familie halbwegs zu ernähren, einigermaßen würdevoll zu leben und so in solcher Nähe, medial auch noch so angenähert, ein solcher Wohlstand herausgestellt wird und damit geprotzt wird und die Gehälter teilweise so derart explodieren, das ist etwas, was auf Dauer sicherlich nicht gut gehen kann. Und zumal dort, wo diese Konflikte, so, diese Gegensätze so eng aufeinanderprallen wie an den europäischen Grenzen, ist man drin, ist man draußen, dann wird man entweder versuchen müssen, da für einen Ausgleich zu sorgen oder diese Grenzen werden gesprengt werden.
Sie gehen ja auch dahin, wo es weh tut. Sie bereisen diese Gebiete. Ein Beispiel ist Einbruch der Wirklichkeit. Da haben Sie beschrieben, eine Reportage gemacht, zusammen mit einem Fotografen, sozusagen den Flüchtlingstreck von der anderen Seite her, also von Budapest nach Izmir. Sie beschreiben das sehr nüchtern, sehr sachlich. Es gibt auch schöne Momente in dem Buch, aber es gibt auch ganz viel Trostlosigkeit. Ist das für Sie auch so ein Moment, wo Sie denken, jetzt kommt mal, rauft euch mal zusammen, ihr wisst überhaupt nicht, wie es in anderen Ecken dieser Welt aussieht? Ja, das erlebe ich eigentlich nach jeder Reise, das Gefühl auch des Unwirklichen, dass ich hier dann irgendwo sitze, jetzt sitze ich in einem Fernsehstudio oder ich war letzte Woche noch in Tschetschenien. Also, Was haben Sie da gemacht? Ich habe eine Reportage, war für den Spiegel unterwegs für eine Reportage in Osteuropa. Und das kommt mir natürlich sehr, sehr unwirklich vor, was wir hier so tun und erleben. Und mein eigener Alltag, das braucht immer eine Zeit, bis man hier wieder drin ist. Also und dann geht einem dieses Gesäuse doch sehr auf den Wecker, dass die Problemchen, die es hier gibt. Es gibt gewaltige Probleme in der Welt, die uns auch betreffen, aber sie bestehen nicht darin, dass wir jetzt, ich glaube, sie sind andere als diejenigen, die wir meistens hier diskutieren. Mhm. Mögen Sie mir irgendwas erzählen von Tschetschenien? Ja, das ist natürlich ein Beispiel dafür. Also ich bin gereist von der Krim über Russland, Tschetschenien nach Georgien. Eine längere Reise durch ganz Osteuropa, die ich unternehme. In dieser Folge war eben dieser Abschnitt. Und Tschetschenien ist eigentlich in gewisser Weise die Zukunft vielleicht auch Syriens. Man bombt ein Land im Grund und Boden. Es ist Grosny, ist so zerstört wie Dresden gewesen. Also es war einfach die am meisten zerstört, nach UN-Angaben, die am meisten zerstörte Stadt der Welt. Es gab kein Grosny mehr durch die Bombardierung von Putin. Mhm. Und dann sind die Menschen irgendwann, und das ist auch eine bittere Erfahrung, die ich auf Reisen gemacht habe, Gewalt, Unterdrückung kann sich durchsetzen. Man kann Menschen das Rückgrat brechen. Und das ist in Tschetschenien geschehen. Man hat einen Führer eingesetzt, der komplett pro-russisch ist, Putin anhimmelt. Ein Volk, das von der Sowjetunion komplett, vollständig deportiert worden ist. Das in Kriegen gemartert, geschlachtet worden ist. Muss jetzt, egal wo es hingeht, die Putin-Bilder betrachten. Es gibt eine Art von Stabilität, für die Menschen auch dankbar sind, aber es ist eine russische Stabilität. Es ist Frieden eingekehrt, in der Tat, da sind die Menschen auch froh. Aber es ist natürlich eine Ordnung, die weit entfernt ist von Freiheit. Und das ist, glaube ich, Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was uns in vielen Teilen der Welt so passieren könnte. Syrien läuft darauf hinaus. Man mit massiver Gewalt bombt man den Widerstand, der auch nicht nur friedlich ist natürlich, muss man auch sagen, auch in Tschetschenien nicht nur friedlich war, in Grund und Boden. Und dann baut man auf diesen Trümmern eine Welt, wie sie einem gefällt, auf. Die dann natürlich irgendwie nicht funktioniert, weil eben die Spannungen mit eingebaut sind sozusagen. Ja, das Problem ist, es funktioniert, das ist das Bittere. Es funktioniert, in gewisser Weise funktioniert das. Wenn man bereit ist, genügend gewalttätig zu sein, dann auf eine Weise funktioniert das. Es wird nicht ganz ruhig, es gibt immer noch Terroranschläge und dies und jenes. Aber es kehrt eine Ordnung wieder ein, weil die Menschen irgendwann einfach vollkommen erschöpft sind. Mhm. Warum machen Sie solche Reisen? Sie sind ja sehr erfolgreich als Romanautor. Sie könnten sich auch zurückziehen und in Ihrer Stube sitzen und schöne Bücher schreiben. Warum begeben Sie sich so an die Ränder der Welt? Also erstens glaube ich, dass ich auch meine Romane nicht so schreiben würde, wenn ich nicht auch in der Welt unterwegs wäre. Selbst wenn es um Liebe geht oder um Ehe geht. Also da ist immer alles, in allem ist alles drin. Also das ist eine Person, die das Buch schreibt. Und selbst wenn sie über Liebe nachdenkt, dann ist es ja die Person, die gereist ist die weiß, die bestimmte Dinge erfahren hat und auch bestimmte Maßstäbe vielleicht kennengelernt hat von dem, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist. Also, und zweitens ist es, ja, es ist eine Art von, klingt das vielleicht ein bisschen eitel, ich glaube, ich kann das ganz gut, Reportagen schreiben. Ach, das ist okay, eitel zu sein, wenn man es gut kann. Und ich glaube, das ist, wenn man das kann, dann soll man es tun, weil es zu wenig geschieht. Weil es wichtig ist, zu zeigen, was auf der Welt geschieht. Und das gelingt nicht in es ist ja auch so, dass ich selber auch eine Sehnsucht habe. Ich lese Zeitungen oder gucke ab und zu Fernsehen oder Internet und man hat eine Meinung nach der anderen. Alle haben eine Meinung zu irgendwas. Also das Fernsehen besteht ja nur noch aus Meinung.
das Medium Talkshow besteht ja noch darin, dass irgendwer seine Meinung sagt. Und wenn Sie das Internet aufschlagen, ist es nur Meinung. Und die Zeitungen haben auch die Reportagen radikal eingeschränkt. Und sie haben immer neue Bilder von Autoren, die irgendeine Meinung zu irgendwas äußern, von dem sie meistens auch gar keine Ahnung haben. Und ich habe einfach gar keine Lust darauf, eine weitere Meinung hineinzuspeisen, sondern meine Sehnsucht, einfach als jemand, der diese in dieser Welt ist selber zu sehen, was da passiert, also zu beobachten, zu beschreiben. Und das ist auch mein Talent. Also ich glaube nicht, dass ich immer die klügste Meinung zu irgendwas habe, sondern mein Talent ist eher, und das ist dann auch meine Aufgabe, die sich aus dem Talent ergibt, zu beobachten mit all den Ambivalenzen und Widersprüchen und Zwischentönen, was irgendwo passiert. Ich finde das gerade wahnsinnig interessant, was Sie sagen, weil das wäre ja sozusagen ein Plädoyer ihrerseits für die Erzählung, absolut, für das Beschreiben. Und Sie sagen ja auch, eigentlich ist das, was unsere Zeit ausmacht. Man sagt ja oft, man lebt in der Narrativität. Narration ist das Stichwort der Stunde. Die Menschen wollen Erzählungen. Und jetzt sagen Sie aber, die Zeitungen sind eigentlich voll von Meinungen. Ja, das, wenn Sie sagen, das ist also gar nicht das, was die Leute wollen. Ich weiß nicht, was die Leute wollen. Und wenn sie es nicht wollten, würden sie ja nicht immer einschalten oder im Internet unterwegs sein. Nur das Medium. Mhm. Also eine Reise zu machen jetzt mit diesem Aufwand, den ich da betreibe, das bedarf ja eines Apparats. Das ist ja gar nicht so einfach möglich. Man muss, es braucht finanzielle Mittel, das sind Dinge, die organisiert werden müssen. Man muss Kontakte herstellen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess, wenn man das gut machen will. Und das bedarf auch eines Apparats. Das wäre, wenn ich alleine reisen würde, ohne einfach so auf die eigene Faust, wäre es auch spannend. Aber ich glaube, ich würde in dieser kurzen Zeit nicht so viel Einblicke bekommen. Und natürlich frage ich mich auch, einerseits merke ich, okay, meine Reportagen werden gelesen, die verkaufen sich ganz gut. Aber wenn die Leute wirklich interessiert wären, warum wird da genau an diesen Stellen gespart? Also in Deutschland für die Schweiz kann ich es nicht genau sagen, aber es gibt in Deutschland einfach immer weniger Medien, die so etwas überhaupt ermöglichen würden, den Platz bereitstellen, die finanziellen Mittel bereitstellen für diese relativ teuren Reisen und all das. Und dafür gibt es alle Naslang irgendwen, der auch noch seinen Senf zur allgemeinen Weltlage hinzugibt, ohne dass da eine große Erkenntnis daraus erfolgt. Ja, und man muss irgendwie hingehen und gucken. Das haben Sie ja auch gemacht. Das heißt, es liegt wirklich auch letztendlich auch an den Menschen selbst. Also klicken Sie das Internet an oder schauen Sie in auf die Seite 3 oder vielleicht auch Seite 15 einer Zeitung, die Sie auch erst einmal kaufen müssen. Und diese Zeitung muss sich vielleicht auch nicht an den allgemeinen Trend zur Knappheit halten. Wobei man ja vielleicht auch im Internet Reportagen findet, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, aber selbst das ist, wenn ich das noch sagen darf, das ist schon eine, wir haben eine Entwicklung. Natürlich, wenn es geht ja nicht um das, dass es Papier ist oder das elektronisch ist. Genau, nicht ums Medium geht es. Aber es geht darum, dass es ein Apparat gibt mit Dokumentation, mit Reiseabteilung, es ist ein gewaltiger Aufwand. Mhm. Und so wie das Internet funktioniert, kann es diesen Aufwand nicht liefern. Das heißt, man ist Einzelgänger und schafft es nicht. Und das heißt, obwohl wir so viele Möglichkeiten haben, beschränken wir uns in unsere Möglichkeiten, Informationen und Einblicke zu bekommen. Eine Geschichte, die Sie ja eigentlich auch erzählt haben, die mich persönlich sehr interessiert hat und auch mir sehr gefallen hat, ist die Rede zum Marion Dönhoff-Preis. Die Preisverleihung hat stattgefunden, Sie haben eine Rede gehalten, eine Dankesrede. Und das war vor kurzem erst, haben Sie den Preis erhalten. In dieser Rede erzählen Sie eigentlich auch von einer Reise. Sie erzählen nämlich, wie Sie mit Ihrer Familie in Vermont gelebt haben, also in diesen New Hampshire, aber in diesen Regionen nähe Kanada. Und Sie fragen sich in dieser Rede, wie konnte es dazu kommen, dass Donald Trump gewählt wurde? Und Sie machen da einen wunderbaren Schritt. Sie sagen, naja, normalerweise sprechen wir immer über den Angry White Man im Ross Belt, im Bible Belt, da die Staaten, in denen vermutlich die Wahlen entschieden wurden oder so wird gesprochen. Aber Sie hat interessiert, was war in diesen Regionen los, in denen Sie sich so zu Hause gefühlt haben, mit diesen freundlichen Menschen. Und das, was Sie eigentlich herausstellen, ist, dass Sie sagen, das kann kein dunkles Amerika sein, weil selbst in diesen Staaten haben zwar Menschen Donald Trump gewählt, aber Sie können sich eigentlich vorstellen, dass diese Menschen, die so weltoffen sind, schlecht geworden sind oder dass sich darin irgendetwas gezeigt haben sollte, ein wirklich massiver Wandel dieser Personen. Naja, also erstens glaube ich nicht, dass Menschen sich in 2 Jahren so massiv verändern und zumal ja diese Region eigentlich demokratisch sind. Ist es demokratisch, genau. Und das ist ja das Merkwürdige, dass selbst Regionen, in denen etwa der amerikanische Volkssong, der immer politisch war, aus denen er vorgegangen ist, in denen es Woodstock lag,
in denen, also wirklich Regionen, die jetzt gerade nicht dem Klischee dieses waffenstarren Amerikas entsprechen, sondern Regionen, in denen die Gewerkschaften stark waren, in denen eigentlich Bernie Sanders ganz große Erfolge gefeiert hat, aus denen er auch selber herkommt, dass diese Regionen diesmal, die alle noch für Obama gestimmt haben, also nicht per se irgendwie dunkel und böse und wie man das so aus den Klischees vielleicht gerne hätte, um die Welt schon einzuteilen in gut und böse und die anderen sind böse und wir sind natürlich immer gut, sondern gerade dort sind ja auch die Wahlen aus Sicht der Demokraten verloren worden, wo eigentlich demokratisches Land liegt, wo die Menschen eigentlich nicht unbedingt jemanden wie Trump wählen würden und es diesmal getan haben. Und da ist ja die Frage, naja, dass die Waffenlobby für Trump ist, ist ja klar, aber wieso kommt es, dass diese Menschen, dass diese Wahlbezirke an Trump gefallen sind? Und da hat es vielleicht weniger zu tun mit Trump, sondern mit dem Angebot der liberalen Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir gar nicht so sehr über die Stärke der jener sprechen müssen, sondern über die Schwäche dieser Seite. Und ich glaube, dass die liberale Gesellschaft, das hat sich auch beim Brexit gezeigt, ich glaube, wenn die meisten Menschen, also wenn Europa vertreten wird von einem offen opportunistischen, wirtschaftsliberalen Ministerpräsidenten wie Premierminister wie David Cameron, dann hat Europa schwache Karten. Das heißt, wir, diejenigen, die für ein offenes Europa, für Europa streiten, diejenigen, die für die liberale Gesellschaft streiten, die sind zu schwach. Es ist nicht so, dass die anderen so extrem stark sind. Sie sagen in diesem Text auch, was gefehlt hat, zum Beispiel Hillary Clinton, ist der sogenannte Enthusiasmusfaktor. Das hat Donald Trump gesagt. Das ist richtig, aber Sie betonen das auch. Ja, weil ich finde, er ist ja nicht dumm. Und er hat auf den entscheidenden Punkt hingewiesen. Er war bei der New York Times zu Besuch, vielleicht erinnern Sie sich. Und er hat gesagt, also die ganzen Meinungsumfrage-Institute haben ja alle vorher gesagt, dass Clinton gewinnt. Und es gab ein einziges Meinungsumfrage-Institut, das gesagt hat, Trump gewinnt. Und warum? Die hatten einen, ich zitiere jetzt nur Donald Trump, will ich auch nicht träumen lassen, aber Donald Trump sagte, die hatten einen Faktor einberechnet, den sogenannten Enthusiasmusfaktor. Das heißt, die Mobilisierungskraft. Und Trump sagte selbst, und er hat, glaube ich, vollkommen recht, ich konnte meine Leute mobilisieren, Hillary Clinton konnte es nicht. Und deshalb habe ich gewonnen. Das heißt, wenn es ein Kandidat gewesen wäre oder eine Kandidatin, der es gelungen wäre, Menschen zu begeistern, dann hätte sie wahrscheinlich gewonnen. Und das Problem ist, nur mit dem Status quo, also mit dem immer nur weiter, kann man keine Menschen begeistern. Man kann Menschen nur begeistern, wenn man für Veränderung steht, für etwas, was in die Zukunft weist und nicht immer nur für das, was es schon gibt, für das Establishment. Und Hillary Clinton stand wie keine andere Kandidatin für den Status quo, für das, was es gibt, für dieses Washington. Natürlich wurde sie auch so porträtiert von Trump, von seinen Medien. Aber es ist ja, sie hat ja diese Flanke auch geöffnet, weil sie wirklich für dieses Establishment stand. Aber kommen wir da nicht in ein Dilemma rein? Jetzt haben wir am Anfang darüber gesprochen, wie trostlos ist eigentlich unsere Welt. Dann haben wir darauf hingewiesen, naja, eigentlich gibt es andere Regionen, wo es sehr, sehr viel schlechter läuft. Vielleicht ist es bei uns gar nicht so trostlos. Gleichzeitig kann man politisch nur punkten, wenn man Veränderung anbietet und irgendwie sagt, es wird besser oder es wird anders. Aber manchmal ist es doch auch Aufgabe der Politik zu sagen, so schlecht ist es gar nicht. Lasst uns das bewahren, was wir haben und das verteidigen, was wir haben. Haben Sie auch gesagt? Habe ich auch gesagt, natürlich, das stimmt ja auch. Nur dennoch glaube ich, dass wir dringend Veränderungen brauchen. Eine Welt, in der ein Europa, in dem jeden Tag Menschen an den Grenzen ertrinken, an dessen Grenzen Krieg herrscht. In Europa, dessen Europäische Union ein wahnsinnig wichtiges Projekt, ich glaube, das wichtigste Projekt der Generation unserer Eltern, zerfällt, indem große Staaten aus der Europäischen Union austreten. Ein Europa, dem es nicht gelingt, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik, eine gemeinsame Außenpolitik zu schaffen. Eine Welt, in der auch soziale Gegensätze auseinandergehen, stärker werden, indem immer weniger immer mehr haben und immer mehr immer weniger haben. Und das sind ja Dinge, die ich nicht einfach erfinde, sondern die ja statistisch belegbar sind. Da genügt mir einfach nur weiter so nicht. Ich glaube, dass wir schon auch Veränderung brauchen, aber dass die Veränderung vielleicht auch nicht diejenigen sind, die nur von der einen Seite kommen müssen, sondern es gibt ja auch andere Wege, Dinge, die Menschen unzufrieden machen. Etwa nehmen Sie nur die Situation an den europäischen Außengrenzen. Selbst derjenige, der für das Recht von politischen Flüchtlingen einsteht auf politisches Asyl,
kann ja nicht zufrieden sein mit der Situation, dass faktisch nur diejenigen durchkommen, weil wir komplett, ich rede jetzt immer, wir, die Europäische Union, und die Schweiz ist dann so eine kleine Insel, aber ich hoffe, das verzeihen Sie mir, wenn wir komplett die Grenzen abschotten, bedeutet das, es kommen nur diejenigen rüber, die illegal es schaffen. Und das heißt, es kommen die physisch Stärkeren, diejenigen, die kriminell rüberkommen. Nur das ist ja keine befriedigende Situation, auch nicht für diejenigen, die, die etwa für den Flüchtlingsschutz einstehen. Das heißt, Grenzen müssen natürlich auch kontrolliert werden können, und das geschieht nicht. Um nur dieses eine Beispiel zu nennen, dass selbst diejenigen, die vielleicht einverstanden sind, generell damit, dass man Flüchtlinge aufnimmt, mit der jetzigen Situation nicht einverstanden sein können, abgesehen davon natürlich, dass diese zeitweise Öffnung der Grenzen ja auch schon wieder längst vorbei ist und die Situation etwa in der Türkei, auf den griechischen Inseln vollkommen trostlos ist. Aber ist eine Schwierigkeit nicht, wenn wir bei dem Stichwort Trostlosigkeit bleiben, dass die Bewertung der Trostlosigkeit oder die Frage, was eigentlich trostlos ist an der Situation, so unglaublich unterschiedlich oder disparat ausfällt? Also es gibt bestimmt diejenigen, die der Meinung sind, genauso wie Sie es gesagt haben, die Trostlosigkeit besteht darin, dass wir zum Beispiel keine globale Idee davon haben, wie wir mit Migration umgehen wollen oder wie wir Ungleichheit bekämpfen wollen. Aber andere finden, meine trostlose Situation ist diejenige, dass mein Gehalt nicht steigt, dass hier so viele Fremde rumlaufen. Es gibt ja auch diese Situation. Und wenn man guckt, Trostlosigkeit des Mittelstandes, die vielen Diskussionen, die es gegeben hat, denken wir beispielsweise an das wunderbare Buch «Rückkehr nach Reims» von Didier Eribon. Der beschreibt das ja, wie die Menschen in Frankreich plötzlich Marine Le Pen wählen, die vorher natürlich klarerweise sozialistisch unterwegs waren. Und wie da die Leute plötzlich den Eindruck haben, auf mich guckt hier keiner. Ja, aber ich glaube, dass man viele dieser Menschen erreichen kann. Das ist nicht so, das Verrückte ist ja, dass in Amerika viele derjenigen, die eigentlich, sagen wir, für Bernie Sanders in den Vorwahlen gestimmt haben, dann sich für Trump entschieden haben. Nur das heißt, Hauptsache eine Veränderung. Ja. Und ich glaube, ich kann das ja aus eigener Anschauung berichten. Ich bin ja auch als Reporter oft in Gegenden, wo man nicht meiner Meinung ist. Das ist ja etwas, was gehört ja zu meinem Beruf dazu. Und dann besuche ich Veranstaltungen der AfD in Deutschland oder bin in Kreisen in Russland unterwegs, wo ich vielleicht anderer Meinung bin in vielen Dingen. Und dennoch ist es wichtig, das kennenzulernen und zu erfahren und ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Menschen, dass es eine Begegnung sein kann, die, also ich habe sehr große Skepsis, was die Führer dieser Partei betrifft. Also das sind zum Teil, ich kenne sie ja nicht, aber deshalb will ich kein moralisches Urteil fällen, aber das ist mir schon etwas sehr suspekt. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, aus eigener Anschauung, dass es sehr oft möglich ist, im direkten Gespräch, wenn man Menschen gegenübersteht, weil die Menschen ja in den seltensten Fällen von allem komplett immer 100% überzeugt sind, sondern auch in ihrem Alltag Ambivalenzen sehen, manchmal Unsicherheiten haben, nicht genau wissen oder wie das zu bewerten ist. Und wenn man das selber auch hat und zugibt und sagt, man weiß ja auch nicht genau, wie es weitergehen könnte, entsteht sofort ein Gespräch. Und ich glaube, das ist die Aufgabe auch in dem politischen Diskurs, dass man natürlich die Auseinandersetzung sucht. Und Auseinandersetzung heißt auch die persönliche Begegnung, und zwar nicht nur auf der Ebene von Repräsentanten, sondern auch im persönlichen Alltag. Ist das so vielleicht eine Grundhaltung von Ihnen, Herr Kamani? Grundsätzlich mal mit der Klugheit der Menschen zu rechnen? Mit der, ich will ja nicht sagen Klugheit, aber auch durchaus mit der Güte der Menschen. Also dass der Mensch gut ist im Herzen, also dass man Menschen erreichen kann und dass man zugleich natürlich fehlbar und ein ängstliches Wesen ist, aber dass man, also die Anzahl der wirklich bösen Menschen, die ich so bei meinen Reisen begegnet bin, die ist sehr, sehr gering. Die Anzahl der unsicheren Menschen ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, das ist etwas, wo man... Aus Unsicherheit erwächst auch natürlich viel Problematik. Ja, aber ich bin ja auch oft unsicher und bin ja auch gar nicht in allem sicher. Und es geht ja darum, erst mal zuzuhören und zu schauen, was eigentlich... Allein schon, wir haben ja auch das Problem, dass durch diese Entwicklung dieser Parallelöffentlichkeiten, das merken wir doch gerade in Amerika ganz stark, dass bestimmte Inhalte einen Großteil der Menschen überhaupt nicht mehr erreichen. Dass die überhaupt die Medien nicht mehr wahrnehmen, die dieser Teil konsumiert. Ja, diese ganzen Bubbles. Es gibt sozusagen, man ist in der eigenen Blase, die wird immer resistenter gegen jede Art von anderer Information. Und alles, was kommt, bestätigt das eigene Weltbild. Das ist nicht nur bei Trump-Wählern so, sondern das ist bei Liberalen, mit der liberalen Öffentlichkeit letztendlich nicht so viel anders.
Und ich glaube, das zu durchstoßen und vor allem einfach mal zu erfahren, wie kommt jemand zu seiner Weltsicht? Wie denkt er? Wie nimmt er das wahr? Was sind die Gründe dafür, dass er das so sieht, wie er es sieht? Ist jedenfalls in Teilen die Aufgabe, die ich habe. Ja. Ich habe, als ich Ihre Rede gelesen habe und Sie über diesen Enthusiasmusfaktor nachdenken und eben darüber, dass wir unbedingt dafür sorgen müssen, dass wir begeistern können mit einer alternativen Idee, mit einer Utopie vielleicht, habe ich an Ihr Kinderbuch denken müssen, das am 30. Januar in einer neuen Auflage erscheint, in einer überarbeiteten Version, «Aida, Bär und Hase». Eine wunderbare Geschichte, die mir außerordentlich gut gefällt. Und was mir daran so gut gefällt, ist, dass dieses kleine Mädchen, die Aida, die ja immer als Knirps bezeichnet wird, die ist klein, geht in den Kindergarten, hat Schwierigkeiten, Freunde zu finden, würde auch gerne durch den Eigelstein ziehen, dieses Quartier in Köln, in dem sie auch leben, und findet niemanden, der da mitkommt. Und dann wird sie wütend, fährt weg mit dem Fahrrad, fällt hin, schlägt sich das Knie blutig. Und dann passiert etwas sehr Überraschendes. Es kommt nämlich ein Bär und ein Hase. Und das werden ihre Freunde. Und warum ich an dieses Buch denken musste bei der Lektüre der Rede, ist, dass hier eine ganz überraschende Lösung die Lösung sein wird. Mhm. Es ist eigentlich etwas, was man überhaupt nicht erwartet. Man erwartet, dass dieses Kind Freunde findet, wie halt andere Kinder Freunde finden. Und ich habe mich gefragt, ist das vielleicht das Problem? Haben wir kein Bild von Bär und Hase für unsere Gesellschaft? Also andere Idee? Also ich glaube, dass wir jedenfalls mit dem Unerwarteten rechnen müssen. Wenn man dieses utopische Element aus der Politik rausnimmt, wenn man immer nur mit dem Status quo rechnet, mit kleinen Schritten. Politik muss natürlich in kleinen Schritten fortfahren, das ist ihre Aufgabe. Aber ohne diesen Blick auch in die Zukunft, von der man nicht genau weiß, ob es gelingt, dann wären die großen Dinge in dieser Welt nie passiert. Es hätte nie eine Europäische Union gegeben. Es hätte nie einen wirklichen Frieden in Europa gegeben. Das ist ja auch etwas, was man heutzutage vergisst. Also wie schwierig das war. Also dass noch, als ich aufgewachsen bin, in meiner Zeit, in Schüleraustausch mit Frankreich als deutscher Schüler, da hatte ich zum ersten Mal den Vorteil, weil es für die damals, das war in den 80er Jahren, schwierig war, in Frankreich Eltern zu finden, die ein deutsches Kind aufnehmen zu Hause. Das einfach nicht ging. Das waren die Kriegsgegner und so weiter. Das ist ja nicht lange her. Und jetzt haben wir das geschafft in Europa. Und das, wenn man etwa die Gründungsgeschichte der Europäischen Union betrachtet, auch schon vor dem Krieg im 19. Jahrhundert oder auch Jean Monnet oder Schumann, das waren Utopisten. Die haben nicht einfach nur Kohle und Staat zusammengesetzt, sondern die haben, wenn man deren Schriften liest, die haben nichts Geringeres als die Utopie einer gerechteren Welt vor Augen gehabt. Und das war ihr Antrieb. Und ich glaube schon, dass man diesen Blick in die Zukunft, wie will man in 20, 30, 40 Jahren leben, braucht, damit man auch die kleinen Schritte überzeugen gehen kann und auch einen Kompass hat. Weil sonst, das beobachte ich in der Politik, auch gerade in der deutschen Politik, wenn man diesen Kompass nicht hat, dann geht man mit dem Wind. Dann geht man mal in die Richtung oder mal in jene Richtung. Aber es ist nichts, was Menschen leiten oder begeistern kann. Und das ist jetzt vielleicht eine viel zu schwierige Frage, aber woher könnten wir denn Utopien heute generieren? Ist ja eigentlich das Silicon Valley, hat man den Eindruck, das den Takt vorgibt mit Utopien bezüglich Verschmelzung von Mensch und Maschine oder Langlebigkeit bis hin zu Unsterblichkeit. Das sind die Utopien oder auch die Fantasien, die Menschen heute beschäftigen, die wir diskutieren. Also mir würde es schon genügen, und das ist jetzt vielleicht etwas weniger spektakulär als die Erfindung von irgendwelchen Robotern oder irgendwas, wenn es gelingt, in diesem Europa, in dem so viele verschiedene Menschen auf engstem Raum zusammenleben, und zwar nicht nur jetzt auf die einzelnen Nationen bezogen, sondern innerhalb der Völker, dass wir diese Buntheit, diese Vielfältigkeit, die ja kompliziert und schwierig und die Konflikte erzeugt, das merken wir ja gerade, wenn es gelingt, sie einigermaßen friedlich zu regeln. Das heißt, dass es uns gelingt, diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Vielfalt, zwischen dem, dass Kulturen nicht mehr so geschlossen sind, was sie übrigens auch eigentlich nie waren, sondern eigentlich erst durch die beiden Weltkriege geworden sind. Mhm. Vor den beiden Weltkriegen waren sie genauso wenig geschlossen oder homogen. Und nun hat ja auch das genau unter anderem zu diesen beiden Weltkriegen geführt, wenn man etwa auf den Balkan schaut oder auch auf Deutschland. Aber dass es gelingt, wirklich
Und das ist ja der Kern eigentlich der europäischen Idee. Der Kern der europäischen Idee ist ja nicht der Frieden, sondern ist die Gleichheit, die Freiheit und die Brüderlichkeit. Das ist der Kern, der zu Europa geführt hat. Der Frieden wurde sozusagen nur nach den beiden Weltkriegen zu dem Mittel, weil so eine Sehnsucht nach Frieden da war, Europa zu verwirklichen. Aber im Kern ist der Kern der europäischen Idee ist nichts anderes als die Werte der Aufklärung. Und die sind, glaube ich, relevanter. Ich bin ja oft in Schulen unterwegs und da schaue ich mich in den Klassen um. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber heutzutage auch auf jedem Gymnasium. Das ist ja nicht mehr so, dass die Ausländerkinder auf den Hauptschulen sind und die Deutschen sind in den Gymnasien umgekehrt. Das ist vollkommen gemischt, wenn sie in die Oberstufe gehen. Und ich blicke mich um und schaue auf die Klassen und sage, also entschuldige an Europa der Vaterländer, wollt ihr das wirklich haben? Dann gehört doch der Vater von dem daneben, der sitzt nicht mehr dazu. Also müssen wir doch einen anderen Begriff von Nation, von Heimat, einem Staatsvolk finden, als das, was unsere Eltern uns erzählt haben. Glauben Sie, Europa könnte scheitern? Ja, das ist ja dabei, das zu scheitern. Also das ist nicht mehr weit entfernt. Also wenn, ganz konkret, wenn in Holland und Frankreich die Rechtspopulisten wirklich die Wahl gewinnen sollten, was nicht sehr wahrscheinlich ist, aber möglich ist, dann ist Europa, glaube ich, ziemlich nah dran am Scheitern. Also dann haben sie eine Konstellation mit Polen, mit Ungarn, mit Staaten in Osteuropa, mit England, das austritt, mit Trump, mit Putin, der zerrt und unterminiert. Also ich glaube, der Untergang Europas ist, also jedenfalls der Europäischen Union, ist näher, als man es meint, aber er ist natürlich noch zu verhindern. Etwas, was in diesem Buch auch wichtig ist, so fast wie ein Leitmotiv, ist, dass der Vater dieses kleinen Mädchens immer wieder sagt, du musst daran glauben. Das ist eigentlich wie der Leitsatz. Und in diesem Zusammenhang ist mir Barack Obama in den Sinn gekommen, der in seiner letzten Rede vor seiner Verabschiedung in Chicago noch einmal dieses Daran-Glauben in Szene gesetzt hat und appelliert hat. Und ich möchte mit Ihnen diese Stelle ganz kurz angucken. I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I am asking you to believe. Not in my ability to bring about change, but in yours. Er appelliert daran, dass man daran glauben sollte, dass man etwas verändern kann. Ja, das ist ja toll an Amerika. Das gefällt mir also gut an Amerika. Damit sind wir ja auch aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber ich bin ja aufgewachsen mit dieser Folkmusik, Bob Dylan, Neil Young, Rockmusik. Das waren ja eigentlich die politischen Werte viel mehr als Kant und Montesquieu, mit denen wir aufgewachsen sind, diese amerikanische Populärkultur. Und das war ja immer dieser Freiheitspathos, der uramerikanisch ist und der uns natürlich irgendwie auch geprägt hat, oder mich jedenfalls. Und das ist etwas, was ganz Großartiges ist. Also bei allen Schattenseiten natürlich auch Amerikas. Aber diesen Moment, auch dann an etwas zu glauben, also man kann ja nur über sich selbst hinauswachsen, wenn man nach oben schaut und nicht, wenn man ständig auf den Boden schaut. Und ich glaube, das ist uns durch den Pragmatismus der letzten Jahre, ich kann das wie gesagt nicht für die Schweiz genau einschätzen, aber jedenfalls in vielen Ländern Europas mit der auch Politikergeneration, die auch nur ein Ausdruck ist einer Bevölkerung, einer allgemeinen Stimmung. Das sind ja nicht die bösen Politikerinnen schuld, sondern es sind ja auch, die Politiker sind letztendlich nichts anderes als die Repräsentanten in gewisser Weise dessen, was auch an Stimmung im Volk ist und die nämlich schon sehr verzagt war. Und diejenigen werden ja belächelt, die noch etwa von einer gerechteren Welt träumen, die sagen, es ist schwierig natürlich, die Probleme der Welt in den Griff zu bekommen. Aber wenn man nicht einmal die Frage stellt, wie sie denn in den Griff zu bekommen wären, dann wird man nie zu einer Antwort kommen. Das ist dieses There is no alternative-Prinzip, dieses TINA-Prinzip. Und das war, glaube ich, wirklich der Fehler auch nach 89. Also dieses Denken, jetzt hat die liberale Gesellschaft triumphiert, jetzt haben wir es geschafft, das war ein fataler Fehler, weil natürlich die Probleme auch nach dem Untergang der Sowjetunion nicht nur weitergegangen sind, sondern sich verschärft haben, nur verdeckt worden sind von diesem Triumphalismus, der sich da im Westen breit gemacht hat. Haben Sie dieses Buch eigentlich damals für Ihre Kinder geschrieben? Weil das spielt ja in dem Quartier, in dem Sie heute noch leben. Ja, absolut. Das war das Buch, das ich für meine Tochter erzählt habe, sozusagen am Bett. Und wie alt sind Ihre Kinder jetzt? Also die ältere Tochter ist jetzt 18. Das war diejenige, der ich damals erzählt habe. Und die jüngere Tochter ist 9. Und haben Sie den Eindruck, dieses man sollte daran glauben, haben Sie das irgendwie als Vater Ihren Kindern mitgeben können? Das müssen Sie meine Kinder fragen, aber was ich wahrnehme, und das ist vielleicht sogar wichtiger oder etwas relevanter ist, dass ich in jüngster Zeit
jedenfalls in Deutschland bei den jungen Menschen, bei den Schülern, die ich oft treffe, wirklich eine Politisierung erlebt habe und ein wirklich wachsendes Engagement. Es war wirklich viele Jahre frustrierend, wenn man in Schulen ging, weil die Schüler einem, die Lehrer auch, einem ziemlich desinteressiert vorkamen. Und ich merke, jetzt kommen zu den Veranstaltungen immer mehr junge Menschen. Und zwar sowohl zu den Lesungen als auch zu den, sagen wir, politischen Veranstaltungen. Es in den Schulen, wenn ich da hingehe, ist wirklich ein großes Interesse. Die Leute sind total engagiert. Mhm. Diese Flüchtlingswelle in Deutschland hat gerade die jungen Menschen wirklich durchgerüttelt und auch empathischer gemacht und interessiert für die Weltpolitik, weil sie einfach fragen, wo kommen die her, wieso kommen die? Und es sind Begegnungen entstanden. In vielen Schulen in Deutschland sind irgendwie auch Flüchtlinge, die integriert werden müssen. Und dann entstehen Begegnungen. Und das gibt mir schon Hoffnung. Also dass diese jungen Menschen diesen Verzweiflungsdruck, den wir vielleicht nicht mehr hatten, und deshalb Dinge aus der Hand geben, weil wir nicht mehr kämpfen, weil wir denken, das wird schon laufen. Ich glaube, dass viele junge Menschen das spüren, dass wenn man nicht aufpasst, dass diese Welt, in der sie aufgewachsen sind, nicht mehr so bleiben wird. Mhm. Sprechen wir über ein anderes Moment, das vielleicht auch Trost spenden könnte oder Veränderung oder Utopie in Leben reinbringt, nämlich die Liebe. Das ist auch ein Thema, mit dem Sie sich in vielen Ihren Büchern auseinandersetzen. Der neueste Roman, sozusagen Paris, widmet sich auch dem Thema Liebe. Nun muss man allerdings sagen, hier ist die Liebe ja auch ein Stück weit schon ein bisschen desillusioniert. Und man fragt sich so ein bisschen, passiert das eigentlich mit jeder Liebe, dass irgendwann aus dieser Verliebtheit eine langweilige Ehe wird? Ja, dass die Verliebtheit nicht anhält, das passiert wohl in den allermeisten Fällen. Das wäre auch komisch, wenn nicht. Also mit diesem Herzklopfen, das wäre auch, glaube ich, medizinisch nicht so gut, wenn man das über Jahrzehnte verstetigen würde. Wäre doch schön. Ja, aber es gibt ja auch einen Alltag. Es gibt Dinge, wo Liebe anstrengend wird. Es gibt Krankheiten, es gibt das physische Altern, das man ja niemals im eigenen Gesicht, sondern immer im Gesicht des Partners so sieht. Und das natürlich auch etwas auslöst. Also das ist, glaube ich, normal. Das könnte auch, glaube ich, gar nicht anders sein. Dass Verliebtheit übergehen muss in etwas anderes, ruhigeres, stetigeres. Und das dann gelingt oder nicht, das kann man im Zustand der Verliebtheit selten voraussagen, ob das gelingen wird, weil es einfach ganz andere Bedingungen sind, in denen sich Liebe dann behaupten wird oder nicht. Mhm. Es ist ja ein Stück weit auch so, dass Sie mit einem Kunstgriff eine andere Figur noch einfügen. Es kommen viele Figuren vor, aber der Lektor mischt sich ja dann auch ein. Und der sagt, Moment mal hier, das ist auch gar nicht schlechter, sondern das ist eigentlich der Kern der Liebe. Der Kern der Liebe ist nicht die Verliebtheit, sondern der Kern der Liebe ist gerade das Zueinanderschauen, der Beistand, das sich umeinander kümmern. Zuverlässigkeit, Beistand, dass man da ist in der Not, gerade diese Dinge, die vielleicht nicht so sexy sind, aber dass man sich Verlässlichkeit, die gemeinsame, sich einig sein in vielen Dingen, etwa was die Kinder betrifft, dass man das andere vielleicht auch sogar über den eigenen Spaß oder das eigene Vergnügen oder die eigene Selbstverwirklichung stellt. Aus Sicht des Lektors hat das seinen Wert. Aus Sicht der Protagonisten vielleicht nicht unbedingt. Genau, das ist so ein bisschen unklar, weil man die Protagonisten eine Nacht zusammen verbringen und eigentlich nur reden. Aber in dieser Nacht ja immer auch damit gespielt wird, dass die Verliebtheit wieder aufkeimen könnte und dass aus dem irgendwas Glitzerndes, Schillerndes entstehen könnte. Ja, aber Literatur beschreibt ja niemals die Erfüllung, sondern immer nur die Sehnsucht nach etwas. Also die Erfüllung ist für Literatur sehr uninteressant, weil sie da eigentlich selten Worte findet. Sondern Literatur im Wesentlichen, ich will das nicht zu sehr pauschalisieren, entsteht ja aus diesem Moment, dass es etwas anderes gäbe, aber es gibt es nicht. Eigentlich auch eine Utopie. Ja, eigentlich, wenn man aufwächst, also wenn ein Kind aufwächst, besteht ja sein Leben aus lauter Enttäuschung. Es wächst auf in einer Geborgenheit und irgendwann, sei es durch die 3-Monats-Koliken oder sei es, weil es mal allein gelassen wird oder weil es jetzt die erste Nacht durchschlafen soll und die Eltern bibbernd vor der Tür das Kind schreien lassen, damit es endlich mal einschläft. Das sind ja Urmomente auch der Enttäuschung. Bis jetzt war immer alles, haben sich immer alle gekümmert oder es war immer Geborgenheit da und Nähe und Zärtlichkeit und plötzlich ist das nicht mehr da. Das heißt aber, ins Bewusstsein brennt sich ein, das gab es. Und danach sehnt man sich, dass es wieder so kommt. Und das ist eigentlich ein Antrieb überhaupt menschlichen Lebens. Wieder zurückzukommen. Oder etwas, was man kennt, von dem man glaubt, dass es da ist, zu erreichen. Weil wenn wir das nicht kennen würden, wenn wir nicht durch die Verliebtheit etwa das Glück der Liebe kennenlernen würden, dann würden wir uns auch nicht sehnen danach.
Das finde ich sehr interessant. Vorhin haben Sie aber noch etwas gesagt, da bin ich auch hängen geblieben. Sie haben nämlich gesagt, ein Stück weit beschreibt die Literatur nie die Erfüllung sozusagen, sondern immer nur die Sehnsucht danach. Warum kann denn Literatur trösten? Weil das kann sie ja durchaus. Ja, wenn man nicht alleine ist. Weil man so quasi merkt, da gibt es noch andere, die haben das gleiche Problem wie ich. Seit 5000 Jahren, es ist einerseits macht sie groß und andererseits macht sie klein. Sie macht groß oder sie macht klein, weil man natürlich merkt, dass was für einen selbst so absolut brennend ist und überwältigend ist und mein Schmerz, mein Kummer, meine Verzweiflung, es ist aus der Vogelperspektive ja so gewöhnlich. Selbst das, was einem individuell als das Allergrößte erscheint, ist mit dem Blick der Literaturgeschichte, den 5000 Jahren, ist das relativ klein und es ist einfach nur einer von so vielen Beispielen. Und zugleich macht sie groß, die Literatur, weil unsere kleinen Probleme durch die Literatur, durch die Vergrößerung, die Literatur erzeugt, plötzlich auch als allgemeingültig erscheinen. Es sind nicht mehr nur so die kleinen Probleme mit meiner Frau oder meiner Freundin oder meinem Bruder oder meinen Eltern, sondern in diesem Konflikt zwischen dem Vater und dem Sohn sind alle Konflikte zwischen Vätern und Söhnen drin. In dem Kleinen ist alles drin. Und das machen Sie auch immer transparent in Ihrem Schreiben, dass Sie sagen, Sie verweben das Schreiben sozusagen immer schon mit den Geschichten, die da waren. In Große Liebe war das die mystische Literatur, persische Liebesmystik beispielsweise. Und in diesem Roman ist das das Anknüpfen an vielen französischen Autoren, Proust, Flaubert und so weiter. Und Sie sagen eigentlich auch, im Grunde genommen ist alle Literatur ein Stück weit ein Plagiat, weil man sich ja immer wieder bezieht auf die Texte, die es schon gibt. Aber das ist nichts Negatives, sondern vielleicht ist es einfach, sagen wir, die Erzählung der Menschheit, die weiter sich spinnt. Ja, Sie haben ja Brecht am Anfang zitiert. Brecht war natürlich der größte Räuber von allen. Also aber ein großartiger ein Räuber, oder? Als Literat, ein Krimineller, was er alles da geklaut und sich zu eigen gemacht hat. Und natürlich großartig dabei. Aber in der Tat, ich glaube, dass man an Literatur auch den Anteil des Autobiografischen notorisch überschätzt und den Anteil von Lektüren in einem Roman notorisch unterschätzt. Jede Art von ernsthafter Literatur besteht zu einem sehr viel größeren Anteil, als man oft meint, aus gelesenen Büchern, aus Lektüreerfahrungen. Es entsteht daraus, dass man andere Bücher liest und sie etwas auslösen, dass man das eigene Erlebte einordnet, vor diesem Kanon sieht, bewertet. Und der einzige Unterschied, den ich in diesen beiden Büchern mache und nicht in allen Büchern, ist der, dass ich diese Lektüreerfahrung explizit mache. Ja. Explizit mache. Also ich habe sozusagen, ich mache einen Roman ohne vierte Wand. Mhm. Oder spreche beiseite, wie im Theater. Also ich führe etwas auf, einen Roman, und zugleich spreche ich zu den Zuschauern. Das sind ja Dinge, die seit jeher, also denken Sie nur an die Ursituation der Literatur, des Erzählen. Beim Erzählen erzählt man und zugleich hat man den Blick, wenn jemand den Raum betritt. Und erzählt kurz noch mal schnell nach, was da bis jetzt passiert ist. Oder man sieht, jemand schläft ein, also schlicht man ihn an oder macht sich lustig über den. Und zugleich, oder es ist ein Tag, an dem dies und jenes in der Welt passiert. Ja, ja. Und man nimmt es auf. Und da machen Sie ja noch mal was ganz unglaublich Lustiges. Sie sprechen nämlich dauernd das Publikum auch an. Auch das ist ein Stilmittel, was man ein Stück weit schon von anderen Autoren kennt. Aber Sie machen es irgendwie noch einmal, finde ich, in einer unglaublich charmanten Art und Weise. Ja, aber ich würde es auch nicht in diesem Buch. Sie sprechen ja immer wieder mit den Kindern. Ja, aber ich würde es nicht machen, wenn es nicht viele Autoren vor mir schon gemacht hätten. Das naja, das ist wieder Ihre Bescheidenheit. Nein, ich setze eine Tradition fort. Mhm. Dann nehmen Sie nur das Wort Romanschreiber, um ein Beispiel zu nennen. Das ist ja ein wunderbares Wort. Aber es ist zu wunderbar, als dass ich es hätte selber erfinden können. Das ist natürlich für Jean-Paul. Und indem ich das Wort aufnehme als Begriff für den Erzähler, ist es auch ein Signal, dass ich mich genau in diese Tradition hineinstelle. Auch wenn ich in diesem Roman Jean-Paul nicht erwähne. Das heißt, all die Mittel, die es da gibt, ich glaube eigentlich, würde sogar behaupten, dass die moderne Literatur in ihren wesentlichen Mitteln mit Proust, Kafka, Beckett, Joyce zu Ende ist. Dass wir seither Mittel neu, in neuen Konstellationen weiterführen, aber in dem Sinne nichts Neues erschaffen in diesem Genre des Romans. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist ja völlig normal. Es gibt in der klassischen Musik auch zum Teil die besten Phasen, sind nicht die Phasen, in denen etwas komplett Neues entstanden ist, sondern wo man mit den Mitteln, die es gab, konsolidieren, was man geschaffen hat. Genau, das sind keine schlechten Phasen. Nehmen Sie nur die Zeit von Mahler. Alles, was Mahler aufnimmt, gab es vorher schon. Nur es gab keinen Mahler. Ja, das ist ein schönes Bild.
Ein anderes Moment des Trostes, über das wir noch sprechen können und von dem ich denke, dass es Ihr Werk auch so unglaublich stark ausmacht, ist die Frage des Glaubens und der Religion. Und wenn wir die Bibel beispielsweise lesen, bei Paulus ist Gott der Tröster, das ist eigentlich die Trostfigur überhaupt. Glauben Sie, Glaube kann trösten oder verstehen Sie dieses Moment? Ja, ich hoffe, dass Glaube tröstet. Also, ich kann mir einen Trost ohne Glaube auch gar nicht recht vorstellen. Denn, also gerade jetzt, um mal zurückzukommen auf den Reisenden. Also ich lehne es regelrecht ab, wenn ich die Zustände der Welt sehe, innerweltlich Trost zu behaupten. Weil es einfach Menschen gibt, die trostlos leben. Und ich finde es moralisch nicht statthaft. Natürlich, meine eigene Situation ist in Ordnung. Also ich kann mich nicht beklagen und fände viele Momente des Trostes, nur der Welt als solcher eine Gerechtigkeit zu attestieren. Das vermag ich nicht, weil ich einfach zu viele Menschen gesehen habe, die grundlos, ungerecht leiden. Und zwar auf eine Weise leiden, die uns unvorstellbar erscheint. Und da gibt es keinen Trost. Und ich kann Trost nur geben, wenn es ihn für alle gibt. Ein Trost, der nur für einige Menschen in Westeuropa da wäre, wäre kein Trost. Das würde ja nur das Unglück der anderen noch einmal steigern. Weil wir es genießen dürfen, die anderen nicht. Das heißt, streng genommen, das hat viel mit den Erfahrungen zu tun, die ich so gesehen habe. Aber die könnte man wahrscheinlich hier auf andere Weise genauso machen, wenn man, sagen wir, von der Krebsstation arbeitet oder mit sehr armen Menschen zusammen ist. Innerweltlich wehre ich mich sozusagen, diese Welt zu beschönigen. Zu sagen, es ist schon in Ordnung oder es wird schon besser werden. Nein, es wird nicht besser werden. In dem Sinne ist es nie besser geworden. Die Welt ist, wie sie ist und es war auch nicht früher besser als heute. Sondern der Trost, den es gibt, für mich jedenfalls persönlich, der leitet sich aus einem Moment ab, dass es Dinge gibt, die nicht sozusagen real sind oder die nicht realistisch sind und dennoch gelingen können, dass Menschen Frieden finden können, der eigentlich gar nicht möglich scheint, der gar nicht denkbar ist angesichts der Umstände. Und das kann man jetzt religiös deuten, im Sinne eines religiösen Friedens, aber man kann es auch säkular deuten, indem Menschen eine innere Ruhe, einen inneren Frieden, auch eine Kraft zur Liebe finden, die über das übliche Maß hinausgeht und es dennoch möglich ist, obwohl es eigentlich gar nicht möglich sein kann. Und dafür gibt es ja Beispiele von Menschen, die Unmögliches tun und es gelingt ihnen. Ich finde, eigentlich ist der Titel dieses Buches «Ungläubiges Staunen über das Christentum», ein Buch, das vor 2 Jahren, glaube ich, erschienen ist, finde ich, fängt das ja sehr schön ein, dass Sie sagen, es geht eigentlich um dieses Staunen, um dieses Rechnen eben oder dieses Hoffen auf das Andere, vielleicht auch wieder ein Stück weit auch auf das Utopische. Und Sie versuchen auch zu zeigen in diesem Buch, dass das, woran sich das festmacht, bei Ihnen zumindest, auch diese Auseinandersetzung mit Glaube, mit Spiritualität, sich sehr stark auch an einer Sinnlichkeit festmacht. Und Sie sagen, es gefällt mir sehr gut, man muss die Erfahrung machen, dass man überwältigt wird. Und zwar nicht, dass man etwas Neues begreift, sondern dass man sinnlich überwältigt wird. Was passiert in diesem Moment des Überwältigtwerdens? Ja, das wird ja jeder Mensch hoffentlich nachvollziehen. Jeder Mensch hat ja hoffentlich Erfahrungen, in denen er überwältigt wird. Also die nächstliegende Erfahrung ist natürlich Sex. Also wenn Sie mit einem Menschen, einer Frau oder einem Mann schlafen und verzückt sind, dann sind Sie überwältigt. Und es ist etwas, was Ihren Verstand außer Kraft setzt. Und Sie verlieren sich, sozusagen, Sie gehen über Ihr eigenes Ich hinaus und vereinigen sich mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin. Und das ist ja etwas, was jedem Menschen zugänglich ist im Prinzip. Oder auch Erfahrung etwa der Naturschönheit. Also gerade in der Schweiz könnte ich da einiges auflisten, was ich da an Überwältigungsmomenten hatte. Also man wird herausgetragen, also, aus sich selbst. Und es ist eigentlich so, Einstein beschreibt das ja auch. Ja, die Gläubigkeit von Einstein macht sich fest am Himmel. Ja, natürlich. Das ist etwas, wo es auch gar keinen Gott für braucht, sondern es ist sozusagen eine immanente Transzendenz. Und sie vermittelt sich natürlich, sie kann sich nur sinnlich vermitteln. Nicht über den Kopf und nicht über den Verstand. Selbst bei einem Gedicht ist es nicht die Bedeutung, die reale Bedeutung, die man jetzt bei Wikipedia aufzählen könnte, sondern es ist die Form der Wörter, diese bestimmte Konstellation, die diesen Schmerz oder dieses Glück erzeugt. Es ist eine sinnliche Erfahrung und ich
das ist etwas, der Verstand setzt dann ein, er muss auch einsetzen, er will sie einordnen, der will ja wissen, was ist da passiert. Aber ohne diese Urerfahrung, diese Urerfahrungen, hätte der Verstand wenig zu tun. Ich frage mich zuweilen, ob das, was ich mit Trostlosigkeit gemeint habe am Anfang, nicht auch etwas damit zu tun hat, mit dieser Stück weit vielleicht Angst in unserer Zeit, sich diesem Überwältigenden anheimzugeben. Damit meine ich, Sie haben selber gesagt, Sex kann sowas sein wie eine Erfahrung der kompletten Entäußerung, aber auch Glaube kann das sein, der Glaube an Gott oder das Überwältigtwerden in einem Naturmoment. Aber diese Momente, glaube ich, scheuen wir ein Stück weit auch, weil wir uns so gerne im Griff haben wollen. Ja, aber es gibt ja auch politische Erfahrungen, die im 20. Jahrhundert, wo auch Formen der Entgrenzung, der Veräußerlichung gab, die sehr gefährlich waren. Masse ist ja auch etwas, wo man sich entgrenzen kann. Hysterie. Hysterie. Mhm. Und natürlich gerade in Deutschland gibt es berechtigterweise einen Vorbehalt gegen diese Art von Erfahrung. Das ist nicht nur verständlich, sondern auch richtig. Also das ist ja etwas sehr, sehr Ambivalentes. Und es kann auch sehr gefährlich sein. Also in dem Augenblick, wo eine Masse hinzukommt, wo man das sozusagen, entäußert man sich ja nicht an einem einzelnen Menschen durch die Liebe, durch Begeisterung, sondern in einem Kollektiv und wird auch zu einer Gefahr für andere Menschen. Mhm. Also das ist ja auch die Faszination von diesen Organisationen, dass sie auch etwas erzeugen, was subjektiv extrem faszinierend ist und auch Glück bereitet, aber natürlich sich für die Außenwelt als sehr brutal darstellt. Ich frage mich zuweilen eben auch, ob vielleicht unsere Skepsis oder unsere Angst, oder was soll ich sagen, die Angst von gewissen Menschen, beispielsweise gegen Menschen mit Migrationshintergrund, die sehr gläubig sind, ob die nicht daher rührt, dass wir irgendwie auch denken, das ist uns so fremd, weil wir selber so fern sind von einer tiefen Frömmigkeit. Und ob nicht das auch ein Moment sein könnte, wo wir selber merken, wir werden konfrontiert mit einer eigenen Sehnsucht letztendlich. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt, da muss man glaube ich unterscheiden, wenn Sie jetzt auf diese neue Religiosität anspielen, der jungen Menschen, die zum Teil dann auch gewalttätig werden. Nein, ich möchte das noch gar nicht mit Gewalt in Verbindung bringen. Das wäre ja gerade, glaube ich, die Gefahr, dass man dann das kurz schließt. Ja, aber es ist vor allem auch so, ich sehe da keine tiefe Religiosität. Das sind Menschen, nach allem, was wir biografisch wissen, die eine Nullkenntnis von Religion haben, die ihr Leben lang nicht religiös waren und durch irgendein Erweckungserlebnis und durch die Gruppendynamik sich ein paar Dinge angeeignet haben, aber mit sehr, sehr wenig Kenntnissen von dem, was Religion ausmacht. Und die auch nicht religiös groß geworden sind. Also das hat mit Religiosität in einem im Sinne der Volksfrömmigkeit, im Sinne einer Frömmigkeit, eines gelebten Glaubens wenig zu tun. Natürlich ist es so, dass Migranten oder Einwanderer, nicht nur aus der Türkei oder so, auch aus Süditalien, in eine Welt gekommen sind, in eine Gesellschaft gekommen sind, die relativ weit sich säkularisiert hatten. Und dieser Glaube oft auch, denken Sie an 68, als irgendwie anstößig wahrgenommen worden ist. Und man hat gerade das Christentum entsorgt, und es kommen dann schon wieder Leute mit einer Religion. Und es ist ja nicht nur Religion, es ist ja auch bestimmte Werte, es ist die Rollenaufteilung von Mann und Frau, es sind bestimmte Autoritätsmuster, es ist die Art und Weise des Niederknieens. Also Niederknien ist ja etwas ganz Schreckliches für den modernen Menschen. Und plötzlich kommen da Menschen, das müssen ja gar nicht die betenden Muslime sein, sondern ein frommer Christ aus Süditalien, der kniet. Ist etwas, was irritiert, diesen Moment, dass man sich niederwirft, wie in der Moschee oder bei betenden Muslimen. Und das irritiert und das kann ich auch nachvollziehen, aber also für jemanden, der natürlich wie ich viel auf Reisen ist, ist der Irritation auch etwas Produktives, weil es erkennbar macht, was bin ich eigentlich selbst. Man lernt sich selbst ja nur kennen, indem man auf anderes stößt, indem man anderes beobachtet, indem man sich unterscheidet. Und insofern, wenn ich das, ich sehe die Irritation, aber ich selbst, egal wo ich bin, würde davor nicht zurückstrecken, Menschen zu sehen, die ganz anders leben wollen, sondern finde das eigentlich erstmal interessant und bin neugierig. Sie stehen ja ein Stück weit auch für eine Sichtweise, die immer dafür gekämpft hat, eben sehr differenziert zum Beispiel auf den Islam zu blicken und nicht zu pauschalisieren und genau zu schauen, welche Tendenzen haben wirklich etwas zu tun mit dieser Religion und welche Tendenzen haben zu tun, wie Sie sagen, mit politischer Unterdrückung und Ausgrenzung zum Beispiel.
Sie haben zum Beispiel 2015 eine Rede gehalten nach den Anschlägen in Paris und an die Muslime appelliert, in Deutschland zum Beispiel, den Rechtsstaat zu respektieren und für Freiheit einzutreten. Haben Sie den Eindruck, Sie werden gehört? Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Also es ist sehr schwer für mich zu ermitteln. Ich habe noch kein empirisches Meinungsforschungsinstitut in Auftrag, mal zu hören. Ja, vielleicht kriegen Sie so mit, wie die Stimmung. Nein, das ist halt so. Also dadurch, dass ich nicht im Netz erreichbar bin, ich nur, sagen wir mal, Briefe schreiben kann, schreiben mir natürlich vor allem diejenigen, die irgendwie motiviert sind, mir zu schreiben. Also diese ganzen Wutmails oder Hassmails bekomme ich nicht mit. Also oh, man kann auch Hassbriefe kriegen, ich sage es Ihnen. Nein, doch, also doch. Ich habe das erlebt, dass allein die Form des Papiers ein gewisser Filter ist. Das ist eine Höflichkeit. Menschen sind vielleicht anderer Meinung, aber allein die Papierform, die Anrede, sehr geehrter oder so, erzeugt ein Mindestmaß an Zivilisation oder führt es herbei. Und dann ist es ja in Ordnung. Dann ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand anderer Meinung ist oder sagt, das sehe ich aber vollkommen anders oder hier spinnen Sie oder hier irren Sie, solange er mich nicht beleidigt, ist es doch ein Gespräch und das ist ja dann in Ordnung. Aber wenn Sie jetzt fragen, ob ich, weil Sie nach den Muslimen gefragt haben, also ich glaube, dass das sagen wir mal, unter meinen Lesern der Anteil von Muslimen höher als in der Gesamtbevölkerung liegt, um es mal so zu sagen. Insofern werden Sie auch gehört. Sie sind ja selber als, sage ich jetzt mal, Public Intellectual auch in der Rolle sozusagen des Trösters oder Sie werden manchmal gebeten um salbungsvolle Worte, um einzuordnen, um zu besänftigen, aber Sie sind manchmal auch ein Störefried. Finde ich die salbungsvollen Worte? Sie gerne fragen, was Sie lieber mögen. Sind Sie lieber ein Tröster oder sind Sie lieber ein Störefried? Also ich bin überhaupt nicht gerne ein Tröster. Hoffentlich bin ich das. Also wenn ich das so wäre, dann würde ich mich eher unwohl fühlen. Als wenn Sie das... Warum? Als jemand, der Literatur schafft, ja, sind aber, Sie doch nee, auch ein Tröster. Literatur muss ja aufbrechen, muss ja Widerstände erzeugen, muss ja Dinge auf Dinge aufbrechen. Also das ist nicht die Aufgabe von Literatur, die primäre, auch nicht meine, zu trösten, sondern im Gegenteil. Also sonst wäre ich Pfarrer geworden oder irgendwas anderes geworden. Das gibt's, also nicht, dass ich das ablehne, diese Funktion. Die muss es ja geben, die tröstenden Worte. Aber das ist nicht die Aufgabe des Schriftstellers. Also da wär mir eher peinlich, wenn ich die Salbungsworte finden würde. Natürlich gibt es ein Format. Also gelegentlich werde ich gebeten, eine Trauerrede zu halten. Und das ist ein anderes Format. Auch eine Festrede. Ja. Bestimmte Dinge, da kann man auch nicht auf den das ist ein, das gibt ein bestimmtes, eine bestimmte Form, an die man sich auch, die ich auch respektiere. Bei einer Trauerrede zu sagen, auf den Putz zu hauen, wäre doch sehr komisch. Man also, muss die Form wahren, das ist klar. Sondern es kommt darauf an, wer ist der Angesprochene, wer ist der Adressat und welchem Zustand ist der Adressat? Jemand, der am Boden ist, etwa nach den Traueranschlägen von Paris, den Mordanschlägen von Paris, ist vielleicht nicht der Moment, in dem man aufrüttelt, sondern in dem man versucht, eher zusammenzuhalten und zusammenzuführen. Klar. Wenn wir zurückgehen an den Anfang, wie blicken Sie in die Zukunft? Also ehrlich gesagt blicke ich in die Zukunft sehr konkret. Also was mache ich heute, was mache ich morgen? Also ich bin nicht jemand, der viel in die Zukunft blickt. Also das ist für mich sehr, sehr weit weg alles noch. Sondern versuche sogar auch wirklich in der Gegenwart zu leben und das so gut ich kann, mich hier zu verhalten, so dass es halbwegs dienlich ist für die Welt oder so. Das finde ich einen sehr schönen Schluss. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank, dass Sie hier waren, Navid Kermani. Bitte schön. Nächste Woche vertiefen wir das Thema der Liebe. Zu Gast bei mir ist der Bestsellerautor Alain de Botton, der uns in seiner School of Life zu emotionaler Intelligenz erziehen will. In seinem neuesten Buch erklärt er uns, wie es mit der Liebe weitergeht, wenn die Schmetterlinge im Bauch sich davon gemacht haben. Haben Sie eine philosophische Frage zur Liebe, dann schreiben Sie mir auf Facebook oder an philosophie@srf.ch. Jetzt gleich geht es hier weiter mit großer Literatur, und zwar mit einem Porträt über den Schriftsteller Hans Falada, der die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes vermessen hat wie keiner davor. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Sonntag.